Sommerliche Temperaturen, fast 30 Grad im Mannheimer Karl-Benz-Stadion. Schwitzen für die Rettung. Mannheim möchte den Klassenerhalt schaffen. Wir sind mittendrin in der vierten Spielminute. Die Mannheimer in Blau-Schwarz von rechts nach links mit dem ersten Besuch im Strafraum der Hachinger. Kopfball von Beuth. Kein Problem für Keeper René Voller. Hanin mit dem weiten Abstoß. Beuth zur Stelle. Hier im Gerangel mit Keeper Vollert. Brenzlige Situation für die Hachinger. Die Mannheimer monieren ein Handspiel des Keepers. Der Schiedsrichter pfeift dagegen ein Handspiel des Stürmers. Der Aprilsommer sorgt für hitzige Spielszenen. Mannheim jedenfalls hat sich viel vorgenommen. Die Kurpfälzer wollen es wissen. Mit viel Selbstvertrauen nach dem 2:1 Last-Minute-Sieg gegen Dortmund 2 letzte Woche. Doch Stürmer Beuth hier etwas zu stürmisch. Ganz kurz scheint die Stimmung hier hochzukochen. Ob Trainer Marco Antwerpen bei diesen Spielszenen und bei 30 Grad ohne Mütze da einen kühlen Kopf bewahren kann? Fraglich. 21. Minute, Keeper Vollert. Hier mit einem Katastrophenpass direkt auf Beuth. Ab zu Kobylanski, aber meterweit im Abseits. Der erste Kontakt zwischen Ball und Netz. Aber der Treffer zählt nicht. Sinnbild der zweikampfgeprägten Partie. Boleit zieht gegen Schwabel nicht zurück und trifft den Kapitän hier mit offener Sohle. Das gibt die gelbe Karte und die gibt's auch zu Recht. Es ist schon die zweite für die Mannheimer. Ein echtes Kampfspiel mit wenig Durchschlag nach vorne. Bisher viel Energie, aber wenig Resultate. Wir springen in die Nachspielminute vor der Halbzeit. Umschaltsituation für Unterhaching. Die Jungen müssen es richten. Krattenmacher, 18 Jahre alt. Und gibt hier ab auf Keller. Und Keller macht's mit der Hacke für die Gäste. Was für ein Tor. Ein Tor der Kategorie zauberhaft. Waldhof erstmal bedient. 0:1 zur Pause. Zeit, sich zu sammeln. Die zweite Hälfte beginnt erstmal alles andere als rund. Beuth hier gegen Keeper Vollert steigt voll ein. Ja, merkt er selbst. Gelbe Karte für den Topstürmer. Aber jetzt nehmen die Mannheimer Schwung auf. 51. Minute. Hawkins flankt hier auf Wagner. Kopf und Latte und dann Abifade. Samuel Abifade. Ausgleich für den Waldhof. Der Ball landet nach dem Hin und Her direkt vor den Füßen von Abifade und er haut ihn kompromisslos mit links ins lange Eck. Die Intensität ist wie schon in der ersten Halbzeit weiter hoch. Unterhaching sauer möchte das nicht auf sich sitzen lassen. Kontermöglichkeit der Hachinger, aber Hanin kann zur Ecke klären. Der 25-jährige Israeli, erst seit 3 Spielen im Einsatz, schlägt sich für seine ersten Drittliga-Erfahrungen mehr als achtsam. Hoher Ball hier von Beuth. Kobylanski zur Stelle. Kobylanski zieht ab und das ist die Führung. Vom 16er Martin Kobylanski ab ins linke Eck. Mit diesem Traumtor drehte das Spiel 2:1 für die Gastgeber. Die Pausenansprache von Trainer Marco Antwerpen, die hat gesessen. Und dann geht es Schlag auf Schlag. 65. Spielminute. Mannheim schaltet nochmal einen Gang höher. Zentrich köpft hier etwas halbherzig auf Bahn. Bentley, Baxter, Bahn, ab in die Maschen. 3:1. Ja, und er fackelt da gar nicht lang. 15 Meter und Bahn netzt ein. Keine, aber auch gar keine Chance für Keeper Vollert. Was ist da los in Mannheim? 3 Treffer innerhalb von 13 Minuten. Der Waldhof im absoluten Torrausch. Reicht doch mal, könnte man meinen, aber Mannheim ist im Flow und der reißt auch nicht mehr ab. 71. Minute, der Ball stolpert auf Beuth und dann nicht zu fassen, 4:1. Die Mannheimer Fans wissen gar nicht mehr, wohin mit der ganzen Euphorie. Die Spielvereinigung Unterhaching zerfällt hier in ihre Einzelteile. Die Gäste aus München völlig von der Rolle, Mannheim weiter im Rausch, 74. Minute. Arase klaut hier Stiefler den Ball. Und darf hier einfach durchmarschieren. Keine Gegenwehr. Wo ist Unterhaching? Ja, spielen die dennoch mit? Arase, Tunnelschiefer. Ja, ist das denn zu glauben? 5:1. Mannheim in Ekstase. Arase hat hier völlig freies Spiel und schließt aus 13 Metern ab. Lange, lange ist es her, dass Keeper Vollert so viele Treffer schlucken musste.
Mannheim und Lockerlassen, ja warum denn? Der Ball prallt ab zu Sohm und ab damit ins rechte untere Eck. Der eingewechselte Stürmer stoppt hier eiskalt ab. Kann man das noch in Worte fassen? 6:1 für Mannheim, 6 Treffer, 6 unterschiedliche Torschützen. Der Waldhof bewegt sich hier fast in Richtung des höchsten Drittligasieges der Vereinshistorie. Nur ein Treffer hätte noch gefehlt. Klarer Sieg mit 6:1, der Marco-Antwerpen-Effekt, er wirkt. Er hat den Waldhof wieder aufgeräumt, zurück zu alter Stärke. Mannheim schraubt ordentlich am Torverhältnis und verschafft sich ein schönes Polster auf die Abstiegsplätze. Diese Euphorie kann der Waldhof gut gebrauchen, denn das, was sie heute gezeigt haben, sieht ganz und gar nicht mehr aus wie Abstieg.